Mein Name ist Wander Oeferle, ich bin seit 1988 bei Firma BSH in Dillingen beschäftigt und leite seit 14 Jahren die Gruppe zur Beschaffung von Maschinen, Anlagen und Werkzeugen sowohl für die Blech- als auch für die Kunststoffverarbeitung. In unserer Gruppe planen wir zum Beispiel hydraulische und mechanische Pressen, Spritzgussmaschinen, Roboterautomatisierungen, Sondermaschinen jeglicher Art, aber auch Schweißmaschinen, vor allem für unseren Edelstahl-Innenbehälter. 1960 wurde der Standort in Dillingen an der Donau von der Robert Bosch GmbH gegründet. Anfangs wurden hier Kraftstoffpumpen, später Küchenmaschinen hergestellt. Seit 1976 fertigt die BSH Hausgeräte GmbH Geschirrspüler für die ganze Welt. Als größter Arbeitgeber im Landkreis produzieren wir heute mit mehr als 2500 Mitarbeitern bis zu 13.000 Geschirrspüler täglich. Wir verkaufen die Geräte unter den Marken Bosch, Siemens, Neff, Constructa und anderen Spezialmarken in bis zu 2000 verschiedenen Varianten. Weitere BSH-Standorte mit Geschirrspülerproduktion gibt es in Spanien, Polen, der Türkei, den USA und in China. Wir bei BSH sind ja stets bestrebt, unseren Kunden ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Hausgerät anbieten zu können. Dabei wollen wir vor allem kein Bauteil unterdimensionieren, das dann zu einem vorzeitigen Ausfall des Gerätes führen könnte. Wir wollen aber auch keines überdimensionieren, denn das verursacht nur hohe Herstellkosten, ohne einen echten Vorteil für den Kunden zu bringen. Bei unserem Edelstahl-Innenbehälter waren wir in Vergangenheit diesbezüglich etwas eingeschränkt. Hier musste sowohl die Mantelplatine als auch die Bodenplatine aus einem austenitischen Chrom-Nickelstahl hergestellt werden. Grund dafür war, dass bei dem verwendeten Widerstandsschweißverfahren zum Verbinden der beiden Bleche eine Mantelplatine aus Chromstahl zur Korrosion an der Schweißnaht geführt hätte. Und genau jetzt kommt Firma Weil Technology ins Spiel. Schon seit Anfang der 90er Jahre haben wir eben diese Schweißnaht mit Firma Weil diskutiert, die uns die verschiedensten Schweißverfahren, aber vor allem auch die Lasertechnologie anbieten konnte. Zu dieser Zeit war die Lasertechnik noch relativ neu und die zur Verfügung stehenden CO2-Laser hatten einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Deshalb entschieden wir uns bei der Beschaffung neuer Schweißmaschinen damals noch für die alte Widerstandsschweißtechnik. Im Laufe der Jahre aber haben wir dann in Zusammenarbeit mit Firma Weil und verschiedenen Laserinstituten die Schweißnaht für unseren Anwendungsfall immer weiter optimiert. Die beiden Bleche wurden stumpf statt im Überlapp gestoßen und mit einem energieeffizienten Scheibenlaser konnte der Energieeintrag in die Schweißnaht um 90% reduziert werden. Die Voraussetzungen für eine hochwertige und dauerhaft korrosionsfreie Schweißnaht waren nun gegeben. 2014 wurde dann die erste Laserschneid- und Schweißanlage bei Firma Weil bestellt. Mein Name ist Lisa Stapf und ich bin Fertigungsplanerin für die Vorfertigung hier am Standort. Zu meinen Kernaufgaben gehört der Umbau von Anlagen, die Beschaffung von Anlagen sowie die Serienbetreuung einer Behälterlinie. Das Laserschneiden und Schweißen ist der Beginn einer Behälterlinie. Hier werden zwei Bleche miteinander verschweißt und zu einem Zylinder geformt. Dieser Zylinder wird in 50 verketteten Anlagen weiter umgeformt und mit Anbauteilen versehen. Mittlerweile haben wir an all unseren Behälterlinien den Laserschneid- und Schweißprozess integrieren können. Der Prozess startet mit einem Laserschneid- und Schweißprozess und in einem zweiten Schritt wird nochmal geschnitten und anschließend zu einem Zylinder eingerundet. Der Laserschnitt ist maßgeblich für eine gute Schweißnaht sowie der Spannvorgang, da hier nur ein minimaler Spalt überbrückt werden kann. Das Besondere ist, dass wir durch das Laserschneiden und Schweißen ein anderes Material einsetzen konnten sowie den Kräftefluss durch den Stumpfstoß verbessern konnten. Wir sind in engem Austausch mit der Firma Weil über aktuelle Fertigungsthemen, um unseren Prozess kontinuierlich zu verbessern. Und wir schätzen Firma Weil als einen sehr kompetenten und zuverlässigen Partner, mit dem wir gerne zusammenarbeiten. Für uns ist besonders, dass wir seit Anfang an über alle drei Projekte einen Ansprechpartner hatten, was die Kommunikation deutlich erleichtert und der uns auch heute noch für Fragen zur Verfügung steht. Wir können auf die Unterstützung zählen, auch wenn es um komplexe Fehlerfälle geht.